Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory. Ja, genau, letzte Folge hatten wir das jetzt soweit angeschlossen. Jetzt kommen die modulen Rahmen und die intelligenten, was weiß ich da hinten raus. Ja, läuft, würde ich sagen. Kupfermäßig. Ja. Kupfermäßig müsste ich das hier auch noch anstöpseln. Da lasse ich mir aber noch ein bisschen Zeit mit. Weil das brauche ich nicht unbedingt jetzt sofort, meiner Meinung nach. So, wie sieht mein Inventar aus? Schlecht. Ich brauche wieder verstärkte Eisenplatten und die habe ich ja da unten. Dann hole ich mir die einfach mal schnell. Dann könnten wir nämlich unten gleich hier mal auch an andere Themen dran gehen. Zum einen müssen wir Stahl produzieren. Stahltechnisch. Was kein Problem ist, dafür braucht man, soweit ich das ja noch im Kopf habe, nur Eisen und Kohle. Kohleanschluss habe ich hier hinten schon. Das ist okay, das ist super. Eisenanschluss hätten wir da unten. Das heißt, hier werde ich so meine Stahlfabrik hinknallen. Dass er mir einfach Stahl produziert. Die Schredder stehen. Warum stehen die eigentlich? Habe ich versehentlich den Strom gekappt? Ja. Jo, gut. Dann ist es so. Ist ja anscheinend eh keine gute Idee gewesen, soweit mir das mitgeteilt wurde. So, ich nehme nochmal Schrauben wieder mit. Wie gesagt, die schmeiße ich einfach oben rein. Guck mal, Rotoren nehme ich auch schon mal ein paar mit. Auch Rotoren kann ich da oben reinschmeißen. So, wir flitzen noch mal kurz nach oben. Die Schrauben und die Rotoren loswerden. Gut, und dann würde ich sagen, würde ich einfach die Bänder da runterlaufen lassen. Und dann würde ich das hier unten weiterführen. Dass ich da oben noch Platz für den ganzen Kupfermist habe, den ich nachher noch bauen muss. Und dann gucken wir mal. Gut. Wie sieht's aus? Hier, guck mal. Rotoren habe ich ganz viele für dich. Nimm, friss Rotoren. Da können wir ja auch ein paar Rotoren reinschmeißen. Aber das geht nicht, ne? Das geht nicht? Nee. Alles klar, gut. Dafür haben wir den da vorne ein bisschen vollgestopft mit Rotoren schon mal. Dass wir da unten die Kisten auch leer kriegen irgendwie. Hier schmeiße ich wieder fleißig Schräubchen hinterher. Gut. So, oh ja, jetzt sieht es so viel besser aus. Vorhin ist es leer gelaufen, das war halt echt nicht schön. So. Dann bräuchte ich jetzt... jetzt muss ich überlegen. Erstmal müsste ich runter. Hab ich. Erstmal müssen wir hier den Gärtner spielen. Wenn ich das schon wieder sehe. Nee. Ah, bumm. So, einmal Baum weg. Das war's auch schon, ne? Ja, kurz und schmerzlos, weg ist er. Da kenne ich nix. Weg damit. Da vorne sieht es aus, als wenn ich wieder hochkomme. Ja, plattentechnisch hier unten, die kann ich auch mal irgendwann alle abbauen. Also soweit es geht halt. Soweit ich es, ja, bis hier halt. Weil wenn das eh zugebaut wird nachher, jetzt wird er dann, ich will das ja noch schließen, dass es dann auch schön aussieht. Kann man einfach zu und dann brauche ich die Platten da unten nicht. Das ist Quatsch. Es sei denn, ich lasse da vielleicht noch irgendwas langlaufen. Das wäre natürlich auch noch so eine Option, dass ich da irgendwo im Hintergrund irgendwo Sachen langlaufen lasse. So. Ja, großer. Alles klar. So, ne? So. Dann wir die zwei Bahnen. Okay. Dann schauen wir doch mal.
Einmal kurz platzieren wieder, damit ich wieder nachgucken kann, weil ich mir nichts länger als 2 Minuten merken kann. So, die produziere ich, die produziere ich. Ich möchte die produzieren als nächstes. Das heißt, dafür brauche ich die Modulenrahmen. Oh, ich muss nur kurz strecken. So, die Modulenrahmen und den Stahl. Das heißt, die kann ich ja eigentlich schon mal in Container einlagern. Jetzt ist ja die Frage, wie mache ich das mit dem... Jetzt kommt die Modulenrahmen kommen jetzt halt von da oben und den Stahl mache ich da unten. Dann würde ich fast sagen, mache ich die Fabrik hier hinten hin. So hier irgendwo. In welche Richtung gehe ich denn dann? Also die Richtung wäre sehr viel Platz. In die Richtung wäre auch sehr viel Platz. Eigentlich ist egal. Ich bin in die Richtung. So. Gut, dann machen wir das so. Mal erstmal einen. Einer sollte reichen. Jetzt ist ja die Frage, wie viel produziere ich denn? Also für Modulenrahmen produziere ich 2 pro Minute. Und dafür bräuchte ich... Scheiße. 2,5 pro Minute. Ja, da ist schon der Denkfehler wieder bei mir. Ja, geht's schon direkt los, ne? Das ist schon wieder ätzend, ey. Kotzen. Das bedeutet, davon bräuchte ich noch einen. Das heißt, ich bräuchte nochmal Stangen. Das ist jetzt nicht so das Problem, aber ich bräuchte nochmal verstärkte Eisenplatten. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Okay, nochmal hoch. Ah, jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo es kompliziert wird. Ich würde ganz gerne gleich auch nochmal gucken, ob ich wieder ein paar Sachen freischalten kann. Bin mir da gerade nicht sicher, aber ich möchte mal schauen. So. Sammelt sich schon einigermaßen. So. Ja, da habe ich ja wieder mein Schraubenproblem. Oh Gott. Ja, irgendwie. Meine Denkweise war, glaube ich, gar nicht so verkehrt an und für sich. Ja, dass ich das jetzt alles so weit so viel produziere, wie ich hier benötige, etc. Keine Ahnung. Das Problem ist halt, umso weiter ich komme und dann feststelle, oh, ich bräuchte jetzt doch nochmal, wie jetzt bei dem Modulrahmen 2 davon, damit ich den unten wirklich exakt, also ausgelastet habe, damit der komplett versorgt ist, fangen da hinten schon die Probleme wieder an. Und wenn ich da schon am Maximum bin, was ich da, also mit dem, was ich hier gerade habe, mache, habe ich da schon wieder ein Problemchen. Das würde heißen... Jetzt muss ich überlegen, wie ich das mache. Ich hätte da unten ja 3 Eisen vorkommen. Ich will hier oben gar nichts mehr groß rumdoktern. Klar, hier noch ein bisschen optimieren später, dass das alles ein bisschen flüssiger läuft. Verschnellern etc., was weiß ich, was man da noch machen kann. Weil man kann ja später noch hier diese... Der will ich ja immer noch dran, ne? An den da. Da will ich dran. Da kann man ja später, glaube ich, noch hier diese Batterien oder so reinmachen. Dass der dann irgendwie ein bisschen schneller produziert.
Also das ist schon mal alles super dann. Aber ich will hier oben gar nichts mehr groß anbauen, dass ich jetzt noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Sondern dann würde ich fast schon sagen, würde ich da unten verstärkte Eisenplatten nochmal irgendwo produzieren. Beziehungsweise Module Rahmen. Den von hier oben runterlaufen lassen, den darüber laufen lassen, fusionieren, anstöpseln und den Stahl noch dazu und fertig. Dass wir das einfach von mehreren Standpunkten aus haben. Eigentlich ist es ja egal. Es muss ja nicht so zentral an einem Punkt sitzen. Wenn ich jetzt gerade schaue. Hier sind wir ja eigentlich. Auch gut ausgelastet, ne? Wir produzieren 30 die Minute, der braucht 30 pro Minute, okay. Ja, da will ich eigentlich auch nicht dran gehen. Wie mache ich das am besten? Ich hätte da unten drei Eisen vorkommen, die wollte ich eigentlich für den Stahl nehmen. Jetzt schaue ich gerade mal Eisen. Wo haben wir denn noch Eisen? Klar, die drei da unten, die da hinten haben wir. Ja, dann ist auch schon. Dann ist auch schon wieder Sense. Ja, nice. Würde es Sinn machen, das ist jetzt natürlich auch nochmal eine Frage, würde es Sinn machen, wenn ich ein bisschen die Gegend erkunde? Ich bezweifle, dass das alle Eisenvorkommen sind, die es gibt. Ja, das werden wahrscheinlich die Eisenvorkommen sein, die ich hier, ich gehe jetzt mal kurz darüber, das werden wahrscheinlich die Eisenvorkommen sein, die ich hier in nächster Nähe habe. Aber ich sag mal, wenn da hinten irgendwo ein Eisenvorkommen ist, dann wird mir das wahrscheinlich hier erstmal nicht angezeigt. Nicht unbedingt. Ja, oder wenn ich jetzt zum Dings zurücklaufe, zum Quarz, wenn da hinten irgendwo ein Eisenvorkommen ist, das wird mir, glaube ich, nicht angezeigt. Also zumindest von hier aus gesehen nicht. Dass man dann nämlich, ob es da vielleicht schon Sinn macht, irgendwo zu gucken, dass noch irgendwo, andere Eisenvorkommen gibt und die wiederum hierher leitet und dann weiter produziert. Das wäre eine Idee, oder? Oder ist das jetzt schon wieder total dämlich, was ich mir da jetzt überlegt habe? Wie sieht es hiermit aus? Ja, naja, die Dinger. So, dankeschön. So. Oder wäre das total dämlich? Das ist jetzt die Frage. Hier wollte ich mal kurz reingucken. Ja, nach wie vor egal. Was ist das? Schlepper-LKW-Station. Inventarplätze. Schlepper wäre auch interessant, aber da brauchen wir, glaube ich, viel Platz, ne? Und muss ich den fahren oder fährt er automatisch? Kann automatisiert werden. Okay, das ist schön, das ist cool. Den hätte ich ganz gerne. Wenn die anderen wieder auf den Sack gehen, dann kann ich ihn gleich eins überziehen. Und wieder in den Inventarplätze. Und alles, was hier hinten ist, da komme ich halt noch gar nicht dran. Da brauche ich erstmal den Stahl, ne? Da muss ich alles erstmal Stahl produzieren. Die Miner 2. Die sind ja natürlich dann auch nicht schlecht. Will ich unbedingt. Okay. Ja. Das ist jetzt die Frage. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Also. Ich würde mal mit der
mit der Gießerei anfangen. Das muss mal alles weichen. Das brauchen wir hier nicht mehr. So, soweit, so gut. Ich würde ganz gerne mit dem Stahl anfangen. Komme ich da irgendwie drauf? Natürlich nicht. Warum auch? Jetzt schauen wir doch mal, wo baue ich denn den ganzen Spaß hin? Jetzt stehen die natürlich hier ein bisschen ungünstig. Fahren wir halt hier hinten an, auch egal. Gießerei, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Da fehlen mir Module Rahmen für. Okay. Ja gut, die habe ich hier oben. Dann holen wir die halt auch nochmal schnell. Habe ich wieder irgendwas, was ich hier. Mal, die schmeiße ich da gerade mal rein. Das und das auch mal hinterher schmeißen. Die brauche ich auch nicht so viele, würde ich sagen. Ich stopfe hier alles nur von einem Inventar ins nächste und wieder zurück und hin und her und keine Ahnung. Und ich laufe mir schon wieder die Füße wund. Ja. Aber jetzt mal Stück für Stück, ich muss mich jetzt da, ja. Stück für Stück vorarbeiten. Schauen wir doch mal. So, Module Rahmen. Kann ich welche mitnehmen? Ja, kann ich. Schön, haben wir ein paar. Nicht so viele, wie ich will, aber wir haben welche. Nehmen wir alle mit. Alle, die wir brauchen, alle, die wir haben. Dann gucken wir mal, wenn wir eine Gießerei bauen. Jetzt habe ich 40. Das heißt, ich dürfte ja vier Gießereien bauen, was glaube ich wenig Sinn macht, weil ich nur drei Eisenvorkommen habe. Das heißt, drei würden ja schon mal reichen. Beziehungsweise mit der Kohle, da muss ich gucken, weil da habe ich ja nur eine Kohlezufuhr. Das ist ja die Frage, wie viel Kohle die benötigen. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. So, Gießerei. Knall ich dir mal genau so hier hin. So. Gut. Stahl. Wir. Wie viel produziert ein herkömmlicher Miner da unten pro Minute? Sag mir jetzt nicht 30. Dann kotze ich. 60. Okay. Also dann halt auch bei Kohle, logisch, dann auch 60. Das heißt ja, ich krieg nicht mal zwei vollständig versorgt mit Kohle. Geil. Eisentechnisch kein Problem, kohletechnisch ein Problem. Wie sieht's denn mit Kohle aus? Schlecht. Bis sehr schlecht. Da hinten hätten wir noch. Da hinten hätten wir noch. Okay. Das heißt, da hinten hätten wir auch noch. Das heißt, dann wäre ich schon mal bei 120, wenn ich dann nochmal Kohle transportiere. Das reicht mir dann aber nur für zwei. Würde ich eventuell erstmal mit zwei Gießereien anfangen. Aktuell versorgt erstmal ein Kohle. Ding, beide dann. Und zweimal, okay, alles klar. Das, nee, das passt. Das kriege ich irgendwie hin. So.
Ich mache das jetzt am geschicktesten. So. Zu weit weg. Ja, man kann auch neben dran springen, natürlich. Gar kein Thema. Mach doch einfach. So. So. Das machen wir auch gleich mal schneller. Was soll der Geiz? Was war hier drinnen noch? Nehmen wir mit, ne? Ich hatte hier doch noch eine Kiste rumstehen, oder? Ja, hier vorne, siehst du mal. Ah ja, verstärkte Eisenplatten nehme ich gerne mit. So, das lasse ich erstmal stillstehen, das ist erstmal egal. Vollkommen uninteressant. Dass ich hier keinen Strom habe, das ist natürlich nicht so ganz uninteressant, das ist ein bisschen blöd. Da kümmere ich mich aber auch gleich drum. Selbiges Problem habe ich hier hinten. Ich habe das alles gekappt irgendwie. Unbewusst. Glaube ich zumindest. Ich glaube, ein tieferer Sinn war nicht, steckte nicht dahinter. Komm, das machen wir schnell. Den stöpsel ich mal hier hin. So. Und dann kann ich den hier dran machen. Und den kann ich... Haben wir da oben noch irgendwo einen? Komme ich da irgendwie so ein bisschen? Nee. Der will nicht. Der will nicht so, wie ich will. Stecke ich den da mal hoch. Müssen wir noch mal kurz hochlaufen. Aber, bevor ich da hochlaufe, ich muss die Kisten hier alle leer kriegen. Die stehen mir hier im Weg. Bevor ich da jetzt hochlaufe, jetzt muss ich gerade schauen, das ist hier oben, ne? Jo. 1, 2, 3, 4. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. 10 Stück gleich mal mitnehmen, weil wir brauchen oben in hier in unserem Weltraumlift ja sowieso 500 Stück. Genau, und dann schmeißen wir die einfach da rein, dann sind die schon mal weg. Alles, was ich direkt schon mal irgendwie verräumen kann, verräume ich auch einfach mal. So, und da ich faul bin und jetzt keinen Bock habe, jedes verdammte Mal hier außen rumzulaufen, wenn mir das langsam auf den Zwirn geht. Nein! Was tat ich? So. Ja gut, egal wo ich die jetzt hingebaut habe, da bleibt sie jetzt. Für alle Ewigkeit. So. Schon besser. Viel einfacher, als jedes Mal komplett außen rum zu laufen. So, bevor ich das jetzt wieder vergesse hier. Den dürfte ich noch da dran kriegen, oder? Ja, passt, super. Klasse, läuft. Dann schmeiße ich dem hier. Oh, guck mal, komme ich sogar direkt dran, so zack, zack, zack. Schmeiße ich ihm doch hier mal das ganze Zeug rein, da hat er das. Er ist auch glücklich. Zack, 500. Ja, aber den anderen Schießdreck, da muss ich mich noch kümmern. Dann geht es weiter im Programm. Und zwar. So. Lass ihn mal hier lang laufen. Ich brauche hier ein etwas zum Splitten. So.
Ja, mir egal, passt schon irgendwie. Und ich weiß, die Kohle wird jetzt langsam produziert, langsam transportiert. Das ist das, was ich sagen wollte. Aber ich habe aktuell keinen Bock. Ich sag wie es ist, ich habe aktuell keinen Bock, jetzt den kompletten Weg nach da hinten zu laufen und die Dinger zu ersetzen. Werde ich definitiv noch machen. Es wird hier dann auch noch alles schön gemacht. Jetzt wird das hier erstmal alles so zurecht gehämmert, dass es irgendwie funktioniert. Passt soweit, passt. Sehr schön. Platz sparen. Soll jetzt irgendwie einfach nur angeschlossen werden. Der Rest ist egal. So. Ja, das fließt nicht direkt ineinander, das ist okay. Das dürfte zu steil werden. Nee, gar nicht wahr. Cool. Das ist ja perfekt. Ich hatte jetzt schon Bedenken, dass es jetzt wieder heißt, ist zu steil. Oh, es ist ein Geklumpe hier hinten. Egal. Hauptsache erstmal irgendwie ein bisschen vorankommen. Auch irgendwie darüber kommt, ne? So. So. Wunderschön. Das ist abstrakte Kunst. Sieht aus wie Arsch. Gut. Soweit, so gut. Dann müssen wir das Ganze mit Strom versorgen. Auch das müssen wir machen. Und das machen wir wieder ganz typisch. Einmal hier. Zack, zack. Den ziehe ich darüber. Jetzt hätte ich die Wäscheleine, die hier hing, gebrauchen können. Ne? So, und dann mache ich den da dran. Bam. Dir muss ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass du Stahl produzieren sollst, oder? Doch, muss ich. Warum auch immer. Du bist das Einzige, was du produzieren kannst. Ah, vielleicht kommt da später noch was. Wer weiß. Sehr, sehr gut. Dann würde ich noch sagen, einfach, dass wir hier ein bisschen was auf Vorrat produzieren. Machen das hier ein. Und hier ein. Das ist mir jetzt egal, wenn das hier krumm und schief ist. So. Schön. Dann soll er die einfach erstmal ein bisschen füllen, weil aktuell machen wir noch nichts, aber wenn wir ein bisschen was auf Vorrat schon mal haben, ist ja auch schon mal nicht verkehrt, ne? Gut. Gut, 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 gut. So. Könntest du mal deinen dicken Hintern aus meinem Fließband nehmen? Du bremst den Betrieb. Du bringst alles zum Stoppen. Danke. So, wie sieht's denn da aus? Ist halt zu wenig, was ankommt an Kohle, ne? Kohle hat er eigentlich zu wenig. Also er dürfte nicht genug kriegen. Ne, er baut schon ab. Der hat jetzt einen kleinen Puffer vom Anfang noch. Ja, ist schon vorbei. Gut. Ja, da geht's schon los. Ja gut, da kommen wir nicht drum rum. Da muss ich dann den anderen,
das andere Kohleding anschließen. Ja. Und der ist ein bisschen weiter weg. Aber wir produzieren schon mal ein bisschen. Klein bisschen. Gut. Überlegen kurz. Jetzt bräuchte ich ja noch Module Rahmen, ne? Das müssen wir das ganze Prozedere nochmal machen, dass ich nochmal Module Rahmen produziere. Die werde ich dann auch hier unten produzieren. Da ein Miner ja 60 produziert und so eine Schmelze, da muss ich nochmal kurz gucken, so eine Schmelze ja glaube ich nur 30, ne? Könnte ich mir rein theoretisch was da hinten abzwacken? Ich meine, ja klar, das müsste ich hier auch wieder irgendwo lang verlegen, aber es wäre halt da, ne? Weil dann sind die Erzvorkommen da hinten ja noch nicht wirklich ausgeschöpft. Da geht ja noch was. Ne? Die sind ja nicht komplett ausgelastet. Da macht ja einer 60. Ich habe 6 Stück. Und die laufen da dran. Und die produzieren ja aber nur 30 pro Minute. Das heißt, eigentlich kann ich die zwei abzwacken, nach da hinten verlegen und dann kann ich da nochmal Eisen und so weiter und so fort, halt das Prozedere, was ich da oben gemacht habe, da hinten nochmal machen. Und mit den Vieren kriege ich ja locker die sechs hier versorgt. Das würde ich machen. Aber das mache ich alles erst in der nächsten Folge. Nicht jetzt. Die Folge ist wieder rum. Ja, so langsam wird's. Langsam wird's. Also ich glaube, langsam wird's ein bisschen besser. Ja, um die zwei hässlichen Dinger hier, meine, ja, dämlichen Lager, die ich gebaut habe. Da muss ich mich noch kümmern. Ja, gut. Soweit, so gut. Erstmal funktioniert das alles irgendwie. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Macht's mal gut. Bis dahin. Ciao.